Hallo und willkommen zurück zu Banisher's Ghost of Eden oder New Eden. Wir sind auf der Suche nach der Bestie. Muss man da lang? Ist es hier lang oder? Ich will hier lang. Je besser ich Trickskin kennenlerne, desto mehr mag ich sie. Liegt es etwa an ihrer freundlichen Art? Manche würden sie skrupellos nennen. Ist das schlecht von ihr? Ja, ist es. Wir überleben, weil wir uns umeinander kümmern. Das ist ehrenhaft. Ich weiß noch nicht, wie man die Knarre benutzt, aber ich denke, das werden wir feststellen. Ist nichts Besonderes hier, ne? Wer bist du? Quatsch nicht mit jedem, ne? Na doch. Ihr seid also doch noch vom Baum geklettert. Ja, aber euch brauche ich dafür nicht zu danken. Wie heißt der Junge? Beloved Scudder, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Ich sehe, ihr habt euch eine Flinte besorgt. Kate hat sie mir überlassen. Ihr wisst, dass ich das überprüfen werde. Wie stehen die Dinge? Ohne einen rumschnüffelnden Schotten würde es mir hier viel besser gefallen. Okay, ich sehe schon, in jedem Spiel muss es mindestens ein kleines Arschloch geben. Darf ich das Lager verlassen? Wenn Kate euch ihre Flinte gegeben hat, dann spricht wohl nichts dagegen. Aber ich würde euch davon abraten. In den Wäldern geschehen schlimme Dinge. Nur Thickskin kann sie gefahrlos durchstreifen. Ihr durchstreift die Wälder doch mit Kate, nicht? Manchmal. Aber es ist keine Freude. Kate hat eine kurze Zündschnur, wenn sie mal den Mund aufmacht. Angeblich ist ihr Herz gebrochen und ist nie verheilt. Danke für eure Zeit, Scudder. Einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal, Mr. McWraith. Falls ihr überlebt. Ist das ein Lagerfeuer? Nee. Ja, natürlich ist es ein Lagerfeuer. Aber ich meine, für mich zum Rasten. Ach Gott, Allah. Eine kleine Zugbrücke, ja. Hinter Katie Katzbürste verbirgt sich eine junge Frau mit gebrochenem Herzen. Da ergibt ihre abwehrende Haltung mehr Sinn. Vielleicht kann sie ihren Frieden finden, wenn das alles vorbei ist. Ah, mit einem normalen Ziel. Heine entdeckt, okay. Ziel für dein neues Spielzeug. 10 Guineen, dass du besser reden als schießen kannst. An meinen Schießkünsten? Ein Glückstreffer. Ich bin eben ein Glückspilz und ein ausgezeichneter Schütze. Beides ist die Wahrheit. Okay, funktioniert nicht. Wie viel Schuss hat man hier? Steht nirgendwo was. Doch, da hat es was gegeben. Also jetzt können wir das Zeug dann doch runterschießen. Hm, da haben wir noch einen Blitz. Bestimmt gibt es jetzt gleich Tadu. So. Wo finden wir nun diese Bestie? Ich vermute mal nicht weit von den verschwundenen Siedlern entfernt. Irgendwo muss etwas sein. Da ist es doch.
Also ich glaube, vor dem Zeug da will's man nicht. Okay, da geht's darunter. Wir sollten mal auf der Karte gucken, wo wir hier sind. Aha. Bist hier jagen? Ich weiß nicht, was das da sein soll. Gucken, was die Bestie ist. Wahrscheinlich so ein kleiner Wolf. Oh, ist man hier. Fetzt da rein hier. Okay. Läuft. Blöd ist bloß, wenn die rumzappeln. Warum ist das ein Weg? Nee. Dann wird's ziemlich schwer. Also rumteleportieren. So, jetzt können wir da runter oder da lang. Wir gehen mal hier lang. Ein ganz schön heftiger Erdrutsch. Kein Weg hinein. Oder hinaus. Wirklich nicht? Was? Der vier Augen sehen mehr wie zwei. Da haben wir was zum Sammeln. Eine Mine. Eine alte, verlassene Mine. Einfach wunderbar. Und durch die müssen wir hindurch. Ist doch irgendwie was. Wir sollen zwar durch die Mine, aber wir gucken sich hier erstmal um. Da ist eine Höhle. Oh. Haben wir ein paar übersehen? Schämen. Er sucht sich eine Hülle. Nachladen, das ist aber ein Blöd. Man muss auf der Zielentaste draufbleiben. Aber man gewöhnt sich dran. Was ist denn hier drin? Mhm, Hexensteine. Komme ich da nicht mehr hoch, ne? War klar. Aber da ist noch Blitz, aber. Das ist quasi hier, wo ich gesagt habe, da kann man noch runterhüpfen. Dann haben wir hier, glaube ich, alles erforscht. Dann ab in das Minchen. Naja, vielleicht schauen wir mal schnell hier noch. Aber hier ist, glaube ich, nichts. Aber das hier noch? Alles gut, oder?
Der Balken hängt wortwörtlich am seidenen Faden. 20. Teurer Fehlschuss. Na also, ich will mich ja nicht selbst loben, aber... Oh, verdammter Dreck. Ah, verdammt. Was? Die Mist wird so wenig Bumpsi. Was ist das jetzt? Achtung! Ein Femen ergreift Besitz. Scheiße! So rum. Beweg. Halt den Rand. Genau, halt. Nein, du, da wollen wir nicht. Ich dachte, du bist schon tot. Dein Begräbnis. Na, guck mal da. Ist das rum mit euch? Sieh zu, dass du da rauskommst. Na dann, rein in die gute Stube. Was wird denn das angreift? Rein in die Höhle. Ich liebe so alte unterirdische Orte. Ich nicht. Schloss Hauska hätte mich beinahe ein Auge gekostet. Den Keller zu erforschen war deine Idee. Schon vergessen? So, jetzt sollen wir sie immer ein bisschen nach oben auch umgucken. Nicht, dass wir was zum Runterschießen haben. Da geht's auch rein. Auch lang, oder? Sonnenlicht voraus. Na los, lass uns gehen. Da komme ich nicht drüber. Da komme ich rein. Aber das war's dann auch schon, oder? Ne, mehr geht hier nicht. Da muss ich wohl den Weg noch finden. Oh, da geht's runter. Okay. Das scheint der Weg zu sein. Dann gucken wir erstmal da hinten nach. Moment. Sowas, aber da komme ich nicht rein. Oder raus. Also dann bleibt jetzt nur noch dieser Weg. Jetzt sollen wir auch noch eine Lore schieben. Glaubst du, hier spukt es? Das wäre eine schöne Abwechslung. Was? Muss man sein. Da kann ich einen Weg aufmachen? Scheint festzustecken. Ja, schlecht. Da ist ein Seil. Kann ich das durchschieben? Nein, natürlich nicht. Unlogisch, ey.
Ah, okay. Fotzkopf da, zieh mich rein, ey. Was ist denn das? Hallo. Ich glaube, ich habe gehört, dass er schießt, ja. Gespannt hat. Was ist das? Jetzt war es aber langsam gefährlich, ja? Jetzt kann ich das Ding aber wegschieben. Warum schiebe ich das eigentlich so weit weg? Okay, gibt es hier noch was? Da drüben ist irgendwie was zum Klettern, aber wie soll ich da hinkommen? Gar nicht. Und von da oben aus kommt man runter, wenn man das Seil dran binden tut. Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, da müsste ich springen können. Ist da vielleicht... Aha, okay. Müssen wir aber höher rauf. Und ruhigchen. Justin, wir haben ein Problem. Soll das heißen, das ist nicht der Weg? Ist aber glaube ich nicht. Schauen. Alles klar. Aber von hier aus kommt man immer noch drüber. Da müssen wir auf die andere Seite. Mal wieder was zum Lesen. Das gibt's ja nicht. Haben wir jetzt schon lange mal gehabt. Tagebuch des Vorarbeiters. Die Männer sind wütend und voller Zorn. Sie beschweren sich über Schmerzen und Pein, obwohl erst ein paar Stunden vergangen sind. Die frommen Bürger in der Stadt nehmen die Minen finster und beziehen sich damit sicher nicht nur auf den Mangel an Licht. Ich glaube, sie haben Angst vor Freund, kämpft gegen Freund. Die Männer sind verletzt. Einige davon schwer, es wurden Fehler gemacht. Wir verlieren jeden Tag einen Mann durch einen Unfall. Und wenn es kein Unfall war, will ich den wahren Grund lieber nicht wissen. Und begraben ihn an Ort und Stelle. So kann das nicht weitergehen, sonst Katastrophe. Ich schreibe diese Nachricht in flackerndem Licht. Unsere letzten Lampe. Die Mine wurde versiegelt, ob durch menschliches Versagen oder ein Materialfehler oder beides. Vermag ich nicht zu sagen. Aber Tatsache ist, dass wir hier verstecken. Diese Mine wird unser aller Grab sein. Hoffentlich nicht meins. Okay, klettern.
Da gibt's was. Was es auf jeden Fall gibt, ist da, dass ich hier einen Zeitraum binden kann. So, was haben wir hier? Schnappdiputz. Das ist die Frage, in welche Richtung. Also irgendwo gibt's was. Ich denke, da lang müssen wir. Bin mir nicht ganz sicher, das ist verdeckt, ne? Schauen wir erstmal. Ah ja, okay. Ich will die Truhe finden, oder was es da gibt. Sollten wir nicht zum Sonnenlicht gehen? Nein. Wir erkunden. Ach nee, das war hier. Okay. Ist nicht ganz verkehrt. Sollen wir wenigstens die Abkürzung aufmacht, falls wir nochmal mal wieder durchlaufen müssen. Also ist das irgendwo vor uns. Das verheißt nichts Gutes. Von da oben aus müssen wir springen. Siehst du eine Möglichkeit, rüberzukommen? Such hier weiter. Okay, dann schieben wir mal dahin. Ich weiß schon, dass man da rüber springen muss. Das ist schon klar, aber... Das ist nicht das, ne? Da ist noch was. Siehst du eine Möglichkeit rüberzukommen? Such hier weiter. Nachladen. Also wir hätten hier so oder so hoch müsst. Da ist es, oder? Der Schemen sucht nach einem Körper. Kann er ja. Augen auf. Er kann er suchen. Aber weit kommt er nicht. Wir müssen einen Weg auf die andere Seite finden. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es keine versteckte Truhe oder sowas, das ist... Ich lass dich nicht fallen. Ich weiß. Ich hoff's. Ich bin froh, dass du mich durch die Luft wirbelst. Ich helfe doch immer wieder gerne. Warte mal. Wir gucken, da haben wir doch was. Was auch immer das ist. Nein, das wollte ich nicht.
Okay, schaut schlecht aus. Jetzt haben wir natürlich einen Trank genommen. Wenn ich eine Feuerstelle finde, dann kann ich ja wieder aufladen. Seltsame Spuren. Irgendwas kam hier lang. Etwas Gewaltiges. Vielleicht gibt es da doch eine Bestie. Vielleicht gehen wir wieder zurück. Das ist übel. Oh, ja. Die Jäger wurden zur Beute. Die Leichen wurden nicht gefressen. Sie wurden nicht wegen ihres Fleisches getötet. Das waren Schemen. Ihre Spuren sind hier überall. Da bin ich ja beruhigt. Wie viel Wut muss in einem stecken, dass man ein ganzes Wolfsrudel auslöscht? Sehr viel Wut. Was haben diese Wölfe nur getan, um solchen Groll verdient zu haben? Tja, erwechsel doch mal und frag sie. Ich habe das Gefühl, wir kriegen hier ganz böses Aua. Das ist eine Hütte. Ich darf das sogar öffnen. Cool. Da ist noch was versteckt. Okay, wir schauen mal rein. Die Tür lässt sich vielleicht von der anderen Seite öffnen. Von welcher anderen Seite? Toll. Da muss ich erst irgendwie oben rein. Alles klar. Ich denke, man muss hier oben rum. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Geht's hier hin? Geht's wieder irgendwo hin zurück? Ne, das ist mal falsch. Und links, dann da durch den Baum durch. Und dann da. Red, schau dir das an. Sind dieselben Tatze wie vorher, oder? Guck dir jetzt so nach oben. Sie ist hier eingedrungen, hat die Wölfe niedergemetzelt. Und sie ausgeweidet. Wenn die Bestie das war, dann muss sie verdammt groß sein. Wenn das die Bestie war, muss sie einen Körper haben. Soll mich das jetzt beruhigen? Ich bin voll nur Level 8. Nicht einmal die Welpen haben überlebt. Was könnte das getan haben? Rache,
fleischgewordene Rache. Moment, liegt da was? Der Nachklang einer Erinnerung. Was immer die Wölfe abgeschlachtet hat, sprach mit vielen Stimmen. Mehrere Geister in einem geborgten Körper. Könnte es sich um eine Geißel handeln? Ja, eine Geißel. Mächtig und äußerst wütend. Die Bestie. Tipp erhalten. Was? Kommt jetzt der Dinosaurier oder was? Die Bestie ist eine rachsüchtige Geißel. Da bin ich ja beruhigt. Oh oh. Geht ein bisschen Bibi in die Hose. Da kommen wir nicht hin. Können wir abhauen. Was zum Henker? Mami? Ich will weg. Ich komme hier nicht weg. Wo ist er? So blöd. Der Teufel soll dich holen. Das war knapper, als es mir lieb war. Das Geheul. Wie unzählige Seelen, die alle im Gleichklang schreien. Ich habe nicht mehr viel Heilung. Ne? Das ist das. Ein Trank. Ich dachte, Geißeln wären sehr selten. Hattest du es schon mal mit einer zu tun? Einmal, ja. Ein Handelsschiff nach Bordeaux sank in einem Unwetter. Geht's da in die Hütte? Die Sklaven kehrten als Geißel zurück. Um sie zu verbannen, stellte ich 50 Pfund Bannpulver her und schoss es mit einer Kanone ab. Da hatte sie bereits den Kapitän ermordet und die Hälfte der Besatzung und den Besitzer des Schiffs. Eine echte Tragödie. Cool, da kann ich schon mal die Abkürzung wieder freischalten. Da kann ich rein, oder was, oder wie? Soll das gehen? Ah! Nein, nachladen wollte ich. Jetzt kann ich rein. Augen nach vorne! So. Und dann nicht erst den anderen schämen. Stimmt, der ist wieder. Hier, beginn dich! Das wird ja gar nicht. Und dann nicht erst den anderen schämen. Ja, das sagst du so einfach. Ein fieser Brocken. Zu langsam. Ich habe keinen Heiltrank mehr gehabt. Ich habe den aus Versehen genommen. Das war natürlich doof. Ist das weg? Ja. Okay, das probieren wir schon nochmal. Achtung! Ein Schemener greift Besitz. Ich bin auch hier. Bringt das was, wenn ich da...
Ja, sie kann doch nicht sterben, ne? Sie ist ja schon tot. Blödsinnigerweise. Gesagt. Macht doch nicht mehr Sinn mit der... zu kämpfen, bis die Energie verbraucht ist. Aber jetzt, wenn da fetzen Gegner kommen, dann bin ich am Arsch. Ich habe bloß einen Drang. Na toll, bin ich begeistert. Oh, da ist noch was. Was? Wiegekarte für die Woche mit Ende am 15. Oktober 1688. Okay, da hat jemand sehr viel gewogen. Wir sind ja zufällig irgendwie aufgestiegen, oder? Nee, Level 8, wir haben nichts. Bin der arme Sau hier. Ach ja. Das Zeug kann man nicht irgendwie craften, ne? Ne, ich wüsste nicht wie. Die kriegen wir ja bloß drücks ausruhen, ne? Ich habe das Gefühl, mir ging jetzt gleich gigantisch unter. Sieh mal einer an. Gott, erschreck mich halt. Und hier sind Bissspuren. Bin irgendwie so angespannt. Er lässt sich vom Tod nicht wirklich beeindrucken, oder? Was Schemen-Typen. Du kannst herausfinden, welchen Typ Schemen von einem Leichnam Besitz ergriffen hat, indem du das Symbol ansiehst, über das angezeigt wird. Was ist das Symbol? Sie bringen noch mehr Freunde mit. So Boss. Die Leiche schießt gleich. Ich merk's. Lange halte ich das nicht mehr durch. Was ist denn? Du bist in Schussreichweite, Red. Wow, Alter. Ich war zu langsam. Ich war mir jetzt noch nicht so ganz sicher, also ich war wegen... verblüfft. Dass der so auf mich ballert? Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Er lässt sich vom Tod nicht wirklich beeindrucken, oder? Okay. Aber schließen. Da kommt noch mehr. Du wirst anvisiert, Red. Sie nähren sich an ihren eigenen Zorn. Heute nicht. Warum habe ich das Gefühl, dass wir vollkommen schutzlos sind? Lange halte ich das nicht mehr durch. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Fahrt mit dir! Steh nicht einfach so rum. Bewegung! Ich hoffe, dass sie da dich... weit genug runterbringen.
Sieh zu, dass du da rauskommst. Ja, es ist gar nicht so einfach. Ist er weg? Du brauchst meine Hilfe. Verschwinde endlich. Nicht gut. Was? Das war ja voll daneben zwiebelt. Sag mal, was ist denn los jetzt? Da waren nur zwei Phasen. Nichts mehr da. Sag mal. Ich bin so nervös bei dem. Also zerplatsch was. Pisst euch! Hier drüben. Sieh nur. Lass mich erstmal ein bisschen durchschnaufen. War das die Bestie? Ich habe zwei Tränke wieder. Der längere Pfad ist sicherer. Den müsst ihr nehmen. Und wieso kommst du nicht mit? Der Schnellste erkundet den Weg. Wir warten in einem Unterschlupf mit Essen. Dann ziehen wir gemeinsam weiter. Niklas hier soll euch begleiten. Einen besseren Schützen findet ihr hier nicht. Doolin, stimmst du zu? Ich werde mein Bestes geben, Samuel, keine Frage. Aber wenn Thickskin meint, wir wären sicher, glaube ich ihr das. In der Wildnis tragen wir die hier. Benutzt diese Pfeife, wenn ihr in Schwierigkeiten seid. Da geht jemand recht großzügig mit seinen Pfeifen um. Na, diesem armen Teufel haben sie nichts genützt. Wenn dieser Doolin die vermisste Gruppe beschützen sollte, dann will ich nicht wissen, was ihnen zugestoßen ist. Das ist niemand, ne? Und ich will mal was gucken hier. Am Punkt. Und wir haben nicht einmal ein Level abgekriegt. Okay. Ach, noch was zum Lesen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Niklas Doolins Tagebuch. Ich, Niklas Doolin, scheine mich verirrt zu haben. Das glaube ich auch. Es ist ein seltsames Gefühl. Thickskin sollte hier sein, aber es gibt keine Spur von ihr. Vielleicht haben wir den falschen Weg eingeschlagen und sind auf dem Pfad des Teufels ins finstere Hinterland. Weit weg vom Grenzgebiet, aber das glaube ich nicht. Mein Instinkt sagt, dass wir nah am Treffpunkt sind, ganz nah. Aber die Wölfe sind näher und ich muss mich ausruhen. Das waren seine letzten Worte. Okay. Wenigstens habe ich jetzt zwei Tränke wieder. Es war vernünftig, die Gruppe zu teilen. Je größer der Trupp, desto langsamer kommt man vorwärts. Das war kein Viehtrieb. Wir reden hier von Menschen. Thickskin ging pragmatisch vor. Sie wusste, was sie tat. Ja, so viel steht fest. Okay. Können wir jetzt noch was Schlimmes erwarten? Nach den Geräuschen zu urteilen? Ja. Da steht immer noch die Bestie aufspüren. Kann doch nicht wahr sein. Da ist eine blaue Fackel.
Ist das ein Lagerfeuer? Bitte, bitte. Hier war jemand. Vor einiger Zeit. Okay. Fast Mut. Allerdings. Vielleicht sind sie noch irgendwo da draußen. Vielleicht. Bleibt tapfer, das Lager ist nahe. Gen Nordwesten, wir erwarten euch dort, Kate. Okay, was haben wir hier? Seiten. Halb verbrannt. Eigentum vom Newsmith, verbrannte Seiten. Du hast mich dazu angestachelt. Schreib Catherine, um dich vor dem zu befreien, was dich stört. Aber die Hand, die die Stachel in mein Herzen gerammt hat, kann nicht die Hand sein, die ihn wieder herausreißt. 7 Jahre sind seit deinem Tod vergangen und der Stachel durchbohrt noch immer mein Herz. Ein Stachel, den ich mir selbst hineingebrannt habe, als ich dich sterben ließ. Ich glaube, das mit dem Stachel an Herzen, das sollte irgendwie ein Hinweis sein. Du hast mich geliebt, dessen bin ich mir sicher. Ich dachte, ich hätte dich auch geliebt, aber ich lag falsch. Denn Liebe bedeutet, sich nicht zu schämen und füreinander da zu sein. Und beides trifft nicht auf mich zu. Du hättest mich nicht lieben sollen, ich habe nur Verachtung verdient. Ich bin ein Feigling, ich bin ein Schwächling, ich bin eine Närrin. Ich bin eine Frau ohne Mut. Du, Deborah, warst eine Frau, der Mut alles übertroffen hat. Die zweite Gruppe wird nicht mehr eintreffen und dieses Tagebuch ist nur ein klängliches Manifest für die Hoffnungen eines törichten Weibes. Ich kann nicht länger hier verweilen. Ich werde nichts mehr schreiben und der Stachel wird bleiben, wo er ist. In meinem Herzen. Diese Höhle hat mir eine Zeit lang als Unterschlupf gedient, aber jetzt werde ich meine Gefühle hier zu Grabe tragen. Soll das Feuer doch alles verzehren. Hier steht, dass Kate eine Frau namens Deborah liebte, sie aber sterben ließ. Die jüngere Newsmith hält nicht viel von sich. Deswegen will sie stark sein wie ihre Schwester. Okay, wir machen hier mal ein Feuerchen. Da kann ich mal die Tränke aufrüsten. Das ist schon mal gut. Ich habe einen Schnellreisepunkt, auch gut. Und wir haben hier noch was. Ah, schauen. Haben wir das sogar bei Kate abgeschlossen? Da haben wir eine Intention erhalten. Das heißt, wir können die fragen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was aufrüsten können. Natürlich nicht. War ja klar. Dann ruhen wir uns aus, damit wir neue Tränke haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Das ist ja schlimmer als jeder Militärfraß. Ich bin nicht mal hungrig. Wenigstens einer von uns. Wie kommst du zurecht? Mit dem Hunger? Er frisst mich von innen auf, wie eine Mahlzeit, die einen nicht satt macht. Ich habe noch nie verstanden, wie du am Morgen was essen kannst. Und ich noch nie, wie du den Tag mit leerem Magen beginnen kannst. Du klingst wie meine Mutter. Sie ließ mich nicht vom Tisch aufstehen, bis ich aufgegessen hatte. Und ich war so stur, ich hab's lieber den Fliegen überlassen. Du und stur? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Das sture Kind ist tot und vergangen. Und mein erwachsenes Ich auch bald.